Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich muss euch mal was erzählen. Seitdem ich Spider-Sue geworden bin, ist die Kriminalitätsrate einfach überall gestiegen. Überall solche Anti-Superhelden, hier Kriminelle, da Kriminelle. Ich glaube, ich brauche Hilfe. Ich brauche unbedingt Unterstützung. Hä, wieso klingelt mein Telefon? Hallo? Hallo, Sue. Hä, wer bist du? Ich bin Tuan, ich heiße. Hä, Tuan? Ich habe von dir schon viel gehört. Ja, mir egal, hör zu. Wegen dir, hä? Oder soll ich besser sagen, Spider-Sue. Wie Spider-Sue? Woher weißt du das? In der Stadt geht nichts ab, und das ich nicht weiß, alles verstanden. Scheiße, woher weißt du das? Hör mich zu. Tuan, du sagst mir sofort, woher du das weißt. Sag mal, die Stadt gehört mir. Ich weiß alles, was hier abgeht, hä? Wenn du ein neues Auto kaufst, ich weiß, welches Auto, wie viele Kilometer und wann Baujahr ist. Haben wir es verstanden? Ja, aber was willst du jetzt von mir? Was soll ich für dich machen? Wegen dir haben jetzt alle Einmacken auf Spider-Sue. Gibt ein Fake-Batman, ein alter Villa von Stunny. Der macht mein Geschäft kaputt, der will Los Angeles kaputt machen. Du gehörst doch selber zu den Kriminellen. Ich bin kein Krimineller, ich bin Geschäftsmann. Sag doch einmal sowas, wir kriegen Probleme. Dann kriegen wir halt Probleme. Komm jetzt sofort, komm zu mir, Tuan. Ich such dich eh, du bist auf meiner Liste. Du bist Kindergarten für mich. Kümmer dich um Batman, Fake Batman. Fake Batman. Altes Dunnys Villa. Ja, aber wenn das ein Held ist wie ich, der versucht, andere Menschen zu helfen. Ihr seid beides keine Helden. Ich mache eigene Genie gegen Gesetz. So, kümmer dich darum. Ansonsten, ich guck zu George und sag ihm mal, sag ich guten Tag und zeig dir mal, wie es ein Superheld zu sein. Auf Wiedersehen, tschüss. Ich guck mir das mal an. Er hat gesagt, bei der alten Villa von Stani. Hat Stani das Geld nicht mehr gehabt oder was? Warum ist er aus der Villa jetzt gezogen? Ich guck mir das mal an. Und wenn Tuan mich verarscht haben sollte, bekommt er es mit mir persönlich zu tun. Lass uns mal zu der alten Villa hingehen. Dann schaue ich mir das mal an. Fake Batman. Ich glaube, es hakt. Hier sollte die Villa sein. Okay, da sind auf jeden Fall schon mal Wachen. Da könnte was Wahres dran sein. Vielleicht ist auch Tuan hier. Vielleicht steckt er hinter dieser ganzen Sache. Ich guck mal, ob ich da ganz normal mit dem kommunizieren kann. Ja, hallo, guten Tag, Officer. Ja, was wollen sie uns angreifen jetzt hier oder was? Die gehören dazu oder was? Weg hier, nicht mit den Autos. Sag mal, geht's dir noch ganz gut? Das sind ganz normale Zivilisten. Ja, aber wie dem auch sei, ich bin hier, weil ich eine Arbeit suche und ich weiß, dass man bei euch vielleicht als Türsteher oder sonst was arbeiten kann. Braucht ihr vielleicht noch eine Hilfskraft? Du kannst höchstens die Putzfrau spielen. Du bist doch ja kein richtiger Mann hier. Gar kein Problem, dann spiele ich die Putzfrau für euch. Ja, warte. Kann ich mal mit eurem Anführer reden, mit eurem Boss? Was für ein Boss? Sag mal, hast du irgendwie zu viel an der Gras geschnuppert oder was ist los? Vom Grundstück hier runter. Ja ich gehe ja schon, runter. Alles gut. Hast wir können doch ganz normal hier miteinander kommunizieren, oder? Ey, was ist mit dir? Achso, was bist du für einer hier? Das ist der Kollege. Das ist unser Kollege. Weiterfahren hier. Weiterfahren. Ey! Ey, der Boss muss... Können Sie mal aufhören, auf normale Menschen hier, normale Zivilisten zu hauen? Wenn Sie mich einmal schlagen, dann werde ich Sie umbringen. Bleiben Sie ruhig, ich muss Ihnen was erzählen. Ich werde Sie umbringen. Ich muss Ihnen erstmal was erzählen, kommen Sie mal mit. Oh, was für Erzähler, nicht auf Grundstück gehen, nein, nicht auf Grundstück. Lass ihn nicht rein. Ich muss mit Ihnen über was Wichtiges reden. Ich weiß von eurem Boss Bescheid. Und glaub mir, leg lieber die Waffe weg. Leg lieber die Waffe weg. Kommen Sie mal mit, Ihnen kann ich vertrauen. Kommen Sie mal in die Ecke. Aua, Angriff. Was ist das hier für eine Gegend? Die stecken alle unter einem Hut. Alles Kriminelle hier. So, was wollen Sie jetzt von kommen Sie mir? Mal ich mit. Hab kein Interesse Sie mal an mit. Ihnen. Ich weiß, mit Ihnen alles zu tun gut. Haben. Ich muss Ihnen aber was erzählen. Ich weiß, dass Sie für Batman hier arbeiten. Ja, genau. Nee, ich arbeite eigentlich für Spider-Man. Ich weiß, dass Batman hier lebt. Und deshalb, ich will für Batman arbeiten. Ich will, dass Batman mein Meister wird. Ja, genau. Da haben Sie noch irgendwelche Wünsche, die ich nicht erfüllen werde. Also braucht ihr keine Arbeitskraft mehr, oder was? Nein, von dir brauchst du nichts. Du bist ein halber Lauch. Weg. Oh mein Gott, wie viele Kriminelle hier gestorben sind. Ich gucke mir das nochmal heute Abend an. Da stimmt irgendwas nicht. Die wollen einfach nicht rausrücken mit der Sprache. Die sind hartnäckiger, als ich gedacht habe. Und dieser Tuan, der ruft mich auch nicht mal an. Ich gucke mir das nochmal an. Vielleicht ist da was Wahres dran. Vielleicht hat mich Tuan auch von vorn und hinten verarscht. Aber ich brauche mehr Beweise, ich brauche mehr Indizien. Mehrere Stunden sind jetzt vergangen. Aber sonst haben sich die Wache nicht von dem Fleck bewegt. Und keiner ist gerade eingedrungen. Was ist das für ein Geräusch? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist doch das Batmobil. Sag mir nicht, Tuan hat die Wahrheit erzählt. Ich muss näher ran, ich muss mir mal angucken. Ja, guten Tag, Chef. Guten Abend. Oh, weiterfahren jetzt hier, gib dich zu sehen. Die Wache hat mich verarscht. Die Wache hat mich von vorne und hinten verarscht. Ich wusste doch, dass da was Wahres dran sein muss. Allein, dass so viele Kriminelle hier gerade vorher gestorben sind. Aber warum haben die nicht auf mich geschossen? Ich gehe da nochmal hin. Ich muss aufpassen. Ja, hallo, guten Tag, guten Abend nochmal. Oh, ich sehe schon wieder, was wollen Sie jetzt hier? Ja, ich gehe ja schon.
Sehst du, dass du Land gewinnst, sonst knüppeln wir dich wieder, Junge. Der Chef hat rufen, Jungs. Der Chef hat Jungs, rufen. Kommt her. Ich bin draußen vor der Garage, ihr Vollidioten. Ja, Jod. Das ist meine Chance, Leute. Jetzt können wir Batman vom Namen nochmal angucken. Ist das wirklich wahr? Was los, Chef? So, Männers. Ich hoffe, ihr habt alles vorbereitet für die Party heute Abend. Heute drücken wir den fetten, roten Knopf. Ja, wir werden die Stadt sprengen. Was für ein fetter, roter Knopf? Was labern die da? Wir werden endlich gesprengt. Folgt mir rein. Scheiße. Da ist komplett alles wahr, was da erzählt wurde. Ich muss mich hier einschleusen. Ich muss hier arbeiten. Ich muss einfach das Vertrauen von Batman gewinnen. Ich klinge mal hier. Vielleicht kommen die nochmal. Ey, wer klingelt denn jetzt hier nur so spät abends? Kümmert euch um ihn. Ich sag dir ganz ehrlich, ich dreh kommen durch, Sie mal zu mir, Officer. Kommen Sie mal zu mir. Ich weiß, vielleicht habe ich mich nicht richtig benommen gerade. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Hätte ich vielleicht anders machen sollen. Aber ich will für euch arbeiten. Ich weiß, was ich vorhabe. Was haben wir vor? Ich will mit euch zusammen die Weltherrschaft an uns reißen. Zusammen mit meiner Kraft, mit meiner Hilfe werden wir das schaffen. Bringt mir euren Boss. Bringt mir euren Boss. Digga, du kannst nicht mal deine eigene Hand hochheben. So nicht. Bringt mir euren Boss. Ey, warte mal, ey, Junge, ey, hört mal auf zu hauen. Oha, bringt mir euren Boss. Wie geht ihr mit den Gästen um? Bringt den Gast rein. Ey, aufstellen. Lasst mich zu eurem Meister. Euer Meister weiß, was guter Geschmack ist. Bringt mich zu ihm. Ich werde ihn einfach überzeugen, dass ich hier arbeiten darf. Ich bin oben. Ja, gedulde dich doch mal, Digga. Du bist ja schlimmer als meine Ex-Frau. Wollen wir hier jetzt zusammen spazieren oder was? Wo ist euer Meister? Bringt mich zu eurem Meister. Nicht so frech. Wir bringen dich doch rein. Wenn du weiter so frech bist, knüppel ich dir einen. Ich sag dir ehrlich, ich hoffe wirklich, dass er sich verzieht. So, mitkommen. Bringt mich zu eurem Meister, hab ich gesagt. Beruhigt euch, beruhigt euch. Da draußen. So, mitkommen. Komm mit. Mitkommen, Bengel. Machen wir jetzt einen Rundgang um das Gebäude? Werd nicht so frech. Kann dir mal jemand seinen Maul stopfen, Junge? Ich sagte wirklich, wird der Meister jetzt, wird der Boss nicht was von dir wollen? Ich hätte schon längst abgekriegt. So will ich doch nicht mit dem Meister reden. So rede ich mit euch Handlangern. Ihr seid doch nur Handlanger. Ihr seid jämmerliche Handlanger. Wo ist der Boss? Bringt mich zu eurem Boss. Du bist ein Fangirl. Du bist ein jämmerliches Fangirl. Wenigstens weiß ich, wie man für Meister dienen kann. Hallo, wer Meister. Bist du? Ich bin Sue. Ich möchte für dich arbeiten. Ich möchte dir dienen. Diese Handlanger, die du hier hast. Alles armselige Lappen, die hier zu nichts zustande sind. Du über mein Personal. Vertrau mir. Vertrau mir. Ich bin noch wach. Ich bin wach. Vertrau mir, Batman. Ich weiß, was du vorhast. Du glaubst mir nicht? Ich weiß, dass unten in dem Gebäude ein Tresor ist. Ich weiß, dass ihr hier mehrere Computer stehen habt. Ich weiß, dass hier Standardskill vorher gewohnt hat. Der Lappen, den haben wir richtig was gezeigt. Habt ihr gut gemacht. Und deshalb, ich möchte mit euch zusammen die Weltherrschaft reißen. Erklär mir eins, wenn du so alles weißt. Was, geh mal weg da. Was macht der rote Knopf da? Was denkst du? Der rote Knopf? Der rote Knopf ist dafür da, dass wir Los Santos komplett eliminieren. Aber die Zeit ist noch nicht reif genug. Ach, das entscheidest du, ja? Glaub ich mir. Dachte, du willst für mich arbeiten. Ich will für dich arbeiten. Ich bin dein Boss. Du bist mein Boss. Was ist der nächste Plan? So. Wenn wir diesen Plan zusammen absolviert haben, dann werden wir die Welt an uns reißen. Los Santos ist nur ein kleiner Bruchteil. Das, was danach passiert, dafür brauchst du meine Hilfe. Aber ich müsste wissen, was du vorhast. Was passiert nach Los Santos? Ich dachte, das wüsstest du schon. Nee, das weiß ich nicht. Deshalb bin ich hier. Weil ich größere Pläne habe, zusammen mit dir. Du und ich. Wir werden die Monkeys ausrotten. Die Monkeys willst du also ausrotten? Nichts lieber als das. Die Monkeys willst du also ausrotten? Okay. Okay, Sio. Du hast mich überzeugt. Du kannst hier anfangen, aber du fängst sofort hier an. Nichts lieber als das. Deine Position ist hier oben mit den Jungs. Hier oben mit den Jungs? Ich muss weiter. Soll ich deinen Handlangern Manieren beibringen? Soll ich dem beibringen, wie Kampfkunst funktioniert? Versuch dein Glück. Okay. Jungs, wollt ihr eine kleine Kostprobe? Komm her! Jungs, links, rechts. Uppercut links, Uppercut rechts. Was ist das für eine Stellung? Was ist für eine Heilung? Du bist echt stark, ey. Wo hast du denn eine Ausbildung gemacht? Ey, au! Na, tut mir leid. Steh hier wieder auf. Wir können gerne Freunde sein, aber ihr müsst mir jetzt einiges erzählen. Seit wann arbeitet ihr hier? Ja, 5 Jahre. 5 Jahre? Aber Batman war doch nicht immer Batman, oder? Nein, das ist ein Bro, der hat sich einfach ein Kostüm angezogen. Siehst du das nicht? Wir wollen die Leute verarschen. Du glaubst doch nicht wirklich, dass das der echte Batman ist, ja, aber oder warum was? Arbeitet ihr dann für ihn? Das macht doch keinen Sinn. Er will doch die Weltherrschaft an sich reißen. Ja, weil die Leute denken, wir machen was Gutes, aber wir planen was anderes. Ja, genau das ist ja das Problem und deshalb will ich euch retten gerade. Ihr müsst von Batman weg, sonst werdet ihr alle draufgehen. Jeder einzelne von euch. Bist du doof oder was? Werde ich gleich mal meinen Chef sagen. Was ist mit dir jetzt los? Du wirst hier nichts erzählen. Alles bleibt so, wie es ist. Okay.
Okay, dann ich brauche noch mehr Beweise. Ich frage mal die anderen aus. Gucken wir mal, ob die anderen noch hier sind. Ich darf aber nicht Batman begegnen. Wo ist er? Der versteckt sich doch locker irgendwo. Der macht hier seine bösen Machenschaften. Da ist er. Beim Tresor. Bleiben Sie mal ganz kurz stehen. Nicht tasern. Ich würde Sie mal gerne einige Fragen stellen. Wir sind doch jetzt Arbeitskollegen, oder? Ich kann Ihnen nicht vertrauen. Sie müssen mir aber jetzt vertrauen. Jetzt wo ist zusammen Roger hier. Und Max? Hä, die wo sind doch, die sind da oben. Geh doch mal zu denen. Roger, Max? Die sind oben. Oh, du bleibst jetzt stehen, du wirst dich jetzt nicht ein... Nein, ich werde schießen, du hast nur einen Taser. Schieß doch deinen Taser auf mich. Das wird dir nichts bringen. Das bringt dir nichts. Jetzt hör mir zu, sonst schieß ich. Bleib stehen. Ich brauche ein paar Antworten. Seit wann machst du das hier? Nein, du kriegst gar nichts von mir. Gar nichts. Du bleibst stehen, habe ich gesagt. Du kommst jetzt nach oben. Komm nach oben. Dein Meister darf davon nichts erfahren. Komm jetzt nach oben. Seit wann arbeitest du hier schon? Seit 3 Wochen. Bitte, Mama, bitte. Ich werde dich am Leben lassen, aber du musst mir eins versprechen. Du musst hier weg. Batman hat böse Machenschaften vor. Ja, ich gehe weg. Bleib bei mir. Komm runter. Ich habe gesagt, du sollst die Schnauze halten. Wo sind deine anderen Freunde? Wo sind deine anderen Kollegen? Wo ist Batman gerade? Wo befindet er sich? Im Schlafzimmer. Er ist in seinem Schlafzimmer. Ich werde dich nicht töten. Alles gut. Ich merke, dass du eine gute Seele hast. Aber du musst hier weg. Geh zu deiner Frau. Geh zu deinen Kindern. Zieh jetzt Leine. Okay, nur noch eine Wache ist hier. Ja, wohin gehst du? Geh ins Haus rein. Du hast eine Arbeit. Hey, stehen bleiben. Nein, er will ihn umlegen. Ich muss ihn retten. Steh auf! Steh auf! Steh auf! Wir müssen hier weg! Vertrau mir! Renn! Hol selber einen Krankenwagen! Ich kümmere mich um deinen Anführer! So, jetzt nur noch Batman. Nur noch dieser Fake-Batman. Ich glaube, ich habe genug Beweise. Ich gehe jetzt mal nochmal zu ihm. Und dann will ich gucken, was er noch vorhat. Wo ist er? Im Schlafzimmer sollte ich gucken. Hier, das Schlafzimmer müsste hier sein. Batman. Eine Uhr fehlt. Hey, ja. Batman, ich weiß, was du hier vorhast. Ich habe alle deine Handlanger eliminiert. Ich habe dir gesagt, das sind alles jämmerliche Waschlappen. Du wirst der Nächste sein. Wenn du jetzt all deine Taten zugibst und dich öffentlich der Polizei stellst, dann lasse ich dich am Leben. Batman, du hast noch eine Wahl. Du hast noch eine Chance. Ich sehe eine gute Seite in dir. So, das ist für mich kein Problem. Aber ich muss dir vorher was zeigen. Komm her. Was will er mir zeigen? Ist bestimmt wieder irgendeine Falle. Aber okay, darauf können wir uns einlassen. Er ist eh kein Gegner für uns. Wenn er genauso stark wie seine jämmerlichen Handlanger sein sollte, dann wird das kein Gegner für uns sein. Sio, komm mit. Ich hol kurz was aus dem Handschuhfach. Ich hoffe, du bist bereit für die gute Nachricht. Für was für eine Nachricht denn? Was willst du wieder mir zeigen? Sio, nein! Sio, du musst aufhalten! Sio! Lass mich rein, Tuan! Lass mich in dein Auto rein! Ich hol mir den! Tuan, nicht schlecht. Du bist ja stärker, als ich gedacht habe. Tuan, ich muss sagen, eigentlich warst du auf meiner Liste für Kriminalität auf Level 10. Gib mir deine Hand dafür. Komm, wir haben gesagt, perfekt, Sio. Super Tuan, gemacht. Tuan, nicht schlecht. Ich dachte wirklich, dass ich dich als nächstes vorknüpfen muss. Aber du hattest mit dem, was du gesagt hast, recht. Er hat sich hier als Fake Batman ausgegeben und wollte die Weltherrschaft an sich reißen. Aber Tuan, ich dachte, du bist böse. Warum machst du das? Ja, ich doch nicht. Super, Elektro-Zocker. Was hat er für einen Taser gehabt? Ich kann mich nicht mehr bewegen, ich bin gelähmt. Oh mein Gott, nein, er haut mit dem Batmobil weg. Scheiße, Mann. Ich kann sie alle wegmachen. Nein. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Leute, ich kann mich nicht mehr bewegen. Was hat er für einen super Taser gehabt? Nein, ich muss ihn aufhalten. Ich wusste doch, dass Tuan böse Machenschaft vor sich hat. Leute, was soll ich machen? Tuan hat mich von vorne und hinten verarscht. Batman haben wir eliminiert, den Fake Batman. Aber Tuan ist noch ein viel, viel schlimmerer Feind. Leute, schreibt mir unbedingt unten in die Kommentare, was ich als nächstes machen soll. Denn seitdem ich Spider-Sue bin, gibt es überall böse Menschen.